So, guten Abend. Hier ist der Didi Kabel. Guten Abend. Abend, genau, von Doctors Going to Germany. Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen ihn, wenn Sie durch zu diesem Video kommen, über seine Gruppe oder vielleicht über meinen Blog. Ich bin Jamil Hijazin, im Deutschen Jamil Hijazin, so sagt man. Ich bin auch vom Beruf. Ich kam nach Deutschland vor circa 3 Jahren und ich bin berufstätig seit knapp 2,5 Jahren. Und ich bin durch die Approbation und Bewerbungen und so weiter. Eine der Menschen, die mir viel geholfen war, Didi Kabel, er hilft weiterhin kostenlos viele ausländische Ärzte. Er hat jetzt meine Gruppe übernommen, die Doctors Going to Germany. Vielleicht, Herr Didi Kabel, möchte mehr über sich sprechen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja. Teddy Kabel, wie er lebt gut in der Nähe von Duisburg, mitten in Deutschland. Aber ich bin viel im Internet, von morgens bis abends, manchmal auch nicht wie jetzt. Und ich bekomme sehr viele Anfragen, was man besser machen könnte, wo man etwas mehr Mühe walten lassen sollte. Und darum habe ich das heutige Thema vorgeschlagen, dass wir überlegen, wie man eine Bewerbung um eine Assistenzarztstelle oder um eine Hospitation beim Krankenhaus besser machen könnte. Wir haben einige Themen zusammengestellt. Das braucht ihr jetzt nicht lesen. Alles auf einmal, die Blätter zeige ich einzeln und wir sprechen dann über die einzelnen Themen jeweils kurz, um Tipps zu geben. Gut, also vielen Dank. Eigentlich, wir wollten heute was machen auf einem Video vor YouTube. Ich habe mir gedacht, ich habe das mal mit einem indischen Kollegen gemacht und Tejas Gitea. Hallo Tejas, falls du dieses Video siehst. Hi. Kennst du ihn? Ja. Wovon? Nicht persönlich, aber aus dem Internet. Ah, wir haben uns auch viel unterhalten. Ja, cool. Er ist ein netter Typ, er hat auch einen Blog und er hat viele Videos auch veröffentlicht. Heute probiere ich es aus mit Teddy Kabel, oder wie duzen uns, ja? Ja. Auch vor dem Kamera. Gut. Teddy, wir wussten nicht, worüber wir sprechen sollen. Es gibt tausende von Themen. Teddy hat dieses Thema ausgewählt, Fehler bei Bewerbungen oder wie man sich genau bewerben soll. Ich finde das Thema toll. Und ich bedanke mich bei ihm, weil ich glaube, das ist vielleicht das beste Thema, damit man so ein Video dreht. Bitte schon. Also wir fangen an mit dem ersten Thema, und zwar der Anschrift. Genau. Ich sehe von Ärzten aus dem Ausland viele Bewerbungen, weil mir Ärzte die schicken, damit ich drüber gucke, was man besser machen kann, weil die Bewerbungen erfolglos waren. Mein erster Tipp ist, sehr interessant, wenn ich kurz unterbrechen kann. Teddy Kabel macht das ehrenamtlich, also kostenlos seit Jahren, und er hat die Bewerbungen von Hunderten bekommen. Und er hat mir das so ist dargestellt, also erste wollte ihm schreiben, ja, ich habe mich beworben, hunderte Bewerbungen, 200 Bewerbungen, ich habe keine Einladung bekommen. Ich habe das auch erlebt mit manchen Fragen in meinem Blog. Warum? Also es gibt keine Stellen mehr in Deutschland, oder warum möchten Sie mich nicht einstellen, weil ich aus diesem Land komme oder was ähnliches. Und Teddy Kabel hat die Bewerbungen von vielen gesehen und er sagt, es gibt große Fehler. Mit den Fehlern, jetzt versuchen wir zu erklären, was die Fehler genau sind in den Bewerbungen. Die erste Fehlerquelle könnte die Anschrift sein. Ja. Genau? Genau. Bitte. Die Anschrift. Ich empfehle also, auch wenn man sich per E-Mail bewirbt, eine volle Bewerbung zu schreiben, mit einem Motivationsschreiben, mit den Anlagen und so weiter. Und auf dem Anschreiben nicht die Anschrift zu vergessen. An das Krankenhaus, an den Herrn Doktor, sowieso an den Chefarzt, alles aufführen. Weil, wenn die E-Mail im Krankenhaus ankommt und es liest eine Sekretärin, die muss wissen, was sie damit machen muss. Muss sie das ausdrucken, muss sie das weiterleiten,
kann sie das als E-Mail weiterleiten. Sie kennt die Ärzte, haben die Internet und haben die einen E-Mail-Zugang. Ja, das ist der Punkt. Entschuldigung, ich werde ständig unterbrochen. Von aus der nicht in erster Raum. Das war Spaß. Zumindest ein Versuch. Ja, ich habe ein kleines Unternehmen, Bürgerhilfe, und das war jetzt eine Anfrage zur Bürgerhilfe, konnte ich aber wegdrücken. Okay. Die Sekretärin, E-Mail. Genau. Wenn die volle Anschrift draufsteht, können Sie das ausdrucken und entschuldigen. Da muss was Wichtiges passiert sein. Wahrscheinlich wieder eine Terminverlegung vor Gericht oder sowas. Das habe ich auch alles auf dem Schreibtisch. Aber jetzt habe ich es gekillt, jetzt wird es nicht nochmal stören. Also bitte schreiben Sie die volle Anschrift mit Straße auf die Bewerbung drauf. Ja. Auch für die eigene Sicherheit, wenn das Krankenhaus Sie anrufen lässt und sagt, bitte kommen Sie zu uns, und Sie nennen die Adresse dann nicht nochmal, weil Sie haben ja die Adresse, dann müssen Sie lange suchen, bis Sie das wiederfinden, wo Sie sich drauf beworben haben. Wenn aber die Adresse auf Ihrer Bewerbung steht, fahren Sie einfach dahin, was auf der Bewerbung steht. Ich habe den Punkt nicht verstanden. Verständlich. Ja. Ich habe den Punkt nicht verstanden. Also manche ja. E-Mail. Anschrift auf die Bewerbung. Auf die Bewerbung. Du meinst eine Motivationsfrage. Ja, genau. Anschrift angeben. Die volle Anschrift des Krankenhauses, um selber auch die Anschrift zu wissen, wenn man hinfahren muss. Gut. Da okay. Man in dem Fall nicht wo falsch hinfährt. Der Teddy Kabel spricht über ein Motivationsschreiben. Wenn man sich bewerbt, eine E-Mail ist keine gute Idee, allein eine E-Mail zu schicken und dann, ich bewerbe mich um eine Hospitation, ich bin der Arzt, ich heiße so und so, bin so und so alt, Medizinstudium so und so, ob Hospitation ist gut, aber es wäre besser, dass meine Mutter eine Datei mitschickt. Ja, in der Datei soll deine Adresse soll da stehen, die Adresse vom Krankenhaus, der Name vom Chefarzt und als Anlagen, Lebenslauf. Die Punkte haben wir gleich noch im Kreis. Gleich, okay, gut. Das war jetzt schon mal ein kleiner Überblick. Überblick, genau. Von Jamil nochmal, aber da kommen wir noch. Genau, weil ich habe selbst auch nicht verstanden, genau wo die Adresse und so weiter. Aber ja, auf dem Motivationsschreiben. Auf dem Motivationsschreiben, ja. Genau. Okay. Auf dem Motivationsschreiben ist auch unser nächstes Stichwort die Anrede. Anrede, genau. Bitte sehr vorsichtig sein, wer nicht weiß, was der Vorname und der Familienname vom Arzt ist, sollte das nicht verwechseln. Die Anrede muss lauten, sehr geehrter Herr Professor Doktor und Familienname. Der Vorname kommt in die Anschrift, in der Anrede über den Text nicht hinein. Der Vorname steht oben in der Anschrift mit drin, was wir eben hatten, den Punkt, da steht oben Herrn Doktor oder Herrn Professor Doktor oder Herrn Doktor Med, Vorname, Name, Komma, CO, Krankenhaus. Neue Zeile. Ja, neue genau. Zeile, Krankenhaus. Genau, das meinen Sie. Genau. Komma nicht, sondern nur neue Zeile. Ne? In der Adresse kommt kein Komma. Ah, Sie meinen oben in der Adresse, ja. Aber in der Anrede. In der Anrede, ja. Da sind wir jetzt wieder, ne? Sehr geehrter Herr, und wenn er Professor ist, Professor, Doktor oder Doktor Med und nur der Familienname. Gut, und Sie haben, ich glaube, es ist vielleicht, ich poste ein Beispiel Motivationsschreiben, da kann man die Sachen sehen. Genau, Sie haben mir ein lustiges Beispiel gesagt, wegen dieser Anrede. Jemand, wenn man schreibt, sehr geehrter Herr Professor, Doktor Medizin, Herr Müller, kommen wir neue Zeile. Ein neuer Absatz. Sie haben das Beispiel genannt von einem Arzt, der, was hat er geschrieben? Sehr geehrter Herr Professor, zum Beispiel Thomas. Statt Thomas Murat, ja. Er hat Thomas und das ist. Genau, wir sind jetzt bei diesem Stichwort, okay, wo gut. Der Vorname und der Familienname verwechselt worden war. Da bitte genau recherchieren. Entweder über Wikipedia herausfinden, was der Vorname ist und was der Nachname ist. Nicht den Herrn mit dem Vornamen ansprechen. Genau. Das ist ganz wichtig.
Es gibt auch Leute, die zwei Vornamen haben, die heißen zum Beispiel Herr Dr. Frank Henning. Frank ist ein Vorname und Henning ist ein Vorname. Das wäre jetzt nicht einfach mit Wikipedia herauszufinden, was davon ein Vorname ist, weil es beides Vornamen sind. Dann bitte sehr genau auf der Homepage vom Krankenhaus nachgucken, ob irgendwas über diesen Doktor geschrieben ist, wo dann steht, Dr. Henning war da und da, Dr. Henning sagt das und das, oder Dr. Frank. Wenn nur ein Name angegeben ist auf der Homepage, das ist in der Regel der Familienname. Genau. Den brauchen wir hierfür. Genau. Zum Beispiel Abteilung von Neurologie, Professor Dr. Medizin, Schoning. Zum Beispiel. Es ist bestimmt ein Name, kein Vorname. In der Seite der Krankenhaus werde nicht alleine der Vorname schreiben. Genau. Das ist sehr negativ aufgefallen, wo das passiert ist, sehr geehrter Herr Dr. Georg. Da fehlte noch was. Da fehlte der Familienname. Genau. Und der hat sich sehr aufgeregt. Ich habe da mal nachgefragt, ob der überhaupt den Brief gelesen hat. Und die Sekretärin sagte, fast nicht. Also der war schon sauer. Genau. Also warum? Ist das, dass der Professor egoistisch ist oder dass er vielleicht ein besonderes... Ärzte haben einen besonderen Stand in Deutschland. Ja. Die duzt man nicht ungefragt. Richtig. Und am Vornamen, mit dem Vornamen benennen, das ist duzen. Genau, duzen. Das darf nicht sein. Und wer das B2 erreicht hat, oder nicht mindestens B2, oder sogar A2, A1, er weiß, man sagt nicht Herr Vorname. Im Deutschen benutzt man den Namen, nicht den Vornamen. Genau. Und wenn der Arzt findet, ja, er spricht mich mit meinem Vornamen an, dann wahrscheinlich ist sein Deutsch nicht gut, sage ich mal so. Ja. Und es fehlt ein gewisser Respekt. Er sieht keinen Respekt und sagt, ich soll sein Chef sein und er duzt mich, das klappt nicht. Ja. Okay, gut. So, ich zeige den nächsten Schein, das ist die Unterschrift unter dem Anschreiben, ist erforderlich. Ich sehe viele Bewerbungen ausländischer Ärzte, die nicht unterschrieben sind. Einfach nur ein Motivationsschreiben und keine handgeschriebene Unterschrift. Das ist sehr wichtig, dass die Motivationsschreiben mit der Hand unterschrieben sind. Okay. Die Unterschrift darf heute eingescannt sein. Also man muss eine handgeschriebene Unterschrift umwandeln in ein JPEG und das einfügen in das Bewerbungsschreiben. Das darf sein, wenn man es nicht selbst unterschreibt und dann einscannt. Man darf also eine gescannte Unterschrift einfügen, aber ohne Unterschrift gilt der Brief als nicht geschrieben und darum werden viele Bewerbungen einfach nicht gelesen, weil sie nicht unterschrieben sind. Okay. Ich habe meine Bewerbungen immer unterschrieben. Du hast auch Jobs gekriegt. Ja, vielleicht wegen dem Lebenslauf. Ja. Muss man den Lebenslauf unterschreiben? Der Lebenslauf muss auch unterschrieben werden. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Noch sind wir bei dem Bewerbungsbrief. Viele schreiben in ihrem Bewerbungsbrief, dass sie in der Schule was von Deutschland gehört haben und deswegen nach Deutschland wollen und so weiter. Das will gar keiner lesen. Der Arzt, der Chefarzt hat gar keine Zeit für so etwas. Das interessiert ihn nicht die Bohne. Was er wissen möchte ist, wann haben Sie studiert, warum und haben Sie irgendwelche Spezialitäten schon erarbeitet? Genau. Sind Sie Ihnen irgendwas besonders aufgefallen? Positiv natürlich nur. Ja, ich glaube, das Thema der Motivationsschreiben, wenn ich unterbrechen darf, das ist ein eigenes Video. Ja. Ja. Aber nur als Hinweis, bitte im Motivationsschreiben wird so viel reingeschrieben, was eigentlich die Motivation ist, aber das Wort Motivationsschreiben wird in Deutschland eigentlich nicht verwendet, sondern ist ein Bewerbungsschreiben. Bewerbung beinhaltet das Wort Werbung. Die Bewerbung soll Werbung für dich machen, dass du ein guter Mitarbeiter bist und nicht so sehr, was das ausländische Wort Motivation hergibt, weit zurückgehen und viel schreiben, dass du schon mal in Deutschland warst oder du hast schon mal einen deutschen Schäferhund gesehen, sagen wir Personalleute immer boshaft. Ja. Das soll nicht da rein. Ja, das ist so ein Witz unter Personalleuten. Ne? Ja, der hat geschrieben, er hat schon mal einen deutschen Schäferhund gesehen und darum möchte er nach Deutschland. Ja, cool. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Okay, cool.
So. Dann wundern manche sich, warum sie keine Stelle bekommen. Ja. Ja, ja. Ja, und überhaupt keine Antwort. Ich habe 100 E-Mails geschickt, hört man dann, aber man muss sich vorher damit beschäftigen, wie wird das in Deutschland gewünscht, wie wird das erwartet. Dankeschön. Und die Ärzte in Deutschland haben nicht die Zeit, lange zu lesen. Die gucken einmal drüber und wenn es nicht geklickt hat bei denen, dann gucken die die Bewerbung nie wieder an. Genau. Die Bewerbung muss beim ersten drüber schauen, klicken, dass er sagt, die gucke ich mir nochmal an. Genau. Und darum geben wir hier die Tipps. Ich investiere nicht nur 10 Sekunden in der Bewerbung, 2 Minuten zum Beispiel. Ich habe kaum Zeit. Sogar für die Vorstellungsgespräche 10 von 10 Minuten maximal, meiner Erfahrung. Ich hatte mindestens 10, 11 Bewerbungsgespräche. Also knapp und präzise, precise and accurate alles machen. Bitte. Wir kommen zum nächsten Blatt aus unserem Bewerbungsanschreiben. Das ist der Lebenslauf. CV. CV. Genau. Im Englischen, ja. Genau. Ich empfehle jedem, den gleichen Absender, der auf der Bewerbung steht, auch auf den Lebenslauf zu schreiben. Ich habe einmal mit Personalentscheidern einer sehr großen Firma gesprochen und da waren 2 Leute und der eine hat zu mir gesagt, ich entscheide nichts alleine, ob ich jemanden einstelle oder nicht. Wir separieren die Bewerbungsschreiben, ich nehme das Anschreiben, mein Kollege nimmt die Lebensläufe. Wir schlafen da eine Nacht drüber und am nächsten Tag treffen wir uns wieder und sagen, den würde ich nehmen. Und der andere sagt, den würde ich nehmen. Wenn der Name und Adresse nicht deutlich auf dem Lebenslauf ist, klappt das Verfahren nicht. Okay, also konsequent sein. Ja. Du bist konsequent. Genau, das volle Angaben zur Person auch auf dem Lebenslauf. Genau, also nicht, dass du eine Adresse schreibst in dem Lebenslauf, in dem Motivationsschreiben oder in der E-Mail steht eine andere Adresse oder noch schlimmer. Du sagst, du hast Medizin 2013 absolviert und in dem Lebenslauf steht, dass du Medizinstudium 2014 beendet. Also solche ungenaue Angaben, das zeigt, wie nachlässig oder wie nicht nachlässig, ja. Nachlässig, genau. Sollte nicht sein. Sowas fällt auf und das wird weggelegt, das wird nie wieder angeguckt. Genau. Wir wollen ja schließlich den Menschen erreichen, unsere Werbung soll etwas bewirken, wie Werbung im Fernsehen, genau, und nicht abstoßen. Und darum machen wir dieses Video, um da zu helfen. Ich habe auch ein Stichwort, der Lebenslauf ist schlecht gegliedert. Er ist nicht richtig gegliedert. Ja, er ist durcheinander. Es gibt ein bestimmtes Schema. Am besten ist es immer noch, einen chronologischen Ablauf einzubringen. In vielen Deutschkursen wird heute gesagt, man soll rückwärts chronologisch seinen Lebenslauf gestalten. Wir haben es aber in den Krankenhäusern mit sehr konservativen Personen zu tun. Und die interessiert nicht, was man zuletzt gemacht hat, sondern welche Entwicklung man gemacht hat. Darum möchten die chronologisch lesen. Ich empfehle nicht rückwärts chronologisch die Bewerbung zu machen, auch wenn das viele sagen. Und ich habe noch keine Absage bekommen mit den Bewerbungen, die ich für jemanden geschrieben habe, weil die nicht chronologisch waren und nicht rückwärts chronologisch. Okay, also manches statt, dass man sagt, zum Beispiel Medizinstudium oder Berufsleben, Ausbildung, und dann gibt es den anderen Punkt wegen der Arbeit. Ja, Studium. Genau. Ne, also erst kommt die Schule, mit welchem Abschluss, dann kommt das Studium, genau, wie lange hat man gebraucht, wo war das, bei welcher Uni, wann ist der Abschluss gemacht worden, dann wo hat man sein praktisches Jahr gehabt, das wird jetzt die chronologische Abfolge. Wo ist man eingestellt gewesen, wo hat man gearbeitet? Aber soll man das nicht teilen, in 2 Teilen, also Ausbildung und... Das andere Wort habe ich vergessen. Ausbildung, Education. Genau, und Berufsausbildung. Berufsausbildung. Ne? Genau, man kann so machen. Also ja. Ausbildung alleine und dann also Schule, Uni, Masterarbeit, Doktorarbeit, Zweifelsvorhanden und Berufsausbildung, praktisches Jahr, dann Allgemeinarzt zum Beispiel, dann Assistent aus Neurologie, Assistent aus Psychiatrie, was auch immer, chronologisch.
Herr Kabel meinte, statt dass man fängt an mit Praxis des Jahres, Allgemeinarzt, Assistentarzt in der Medizin, dass man das so, dass man so macht. Ich finde das anders. Die aktuelle Stelle vorher Assistentarzt Neurologie, ja, vorher Allgemeinarzt, ja, vorher Praxis des Jahres. Weiß ich nicht, also, aber am Ende, dass man was benutzt und konsequent bleibt. Nicht, dass man das Studium chronologisch macht und dann die Berufsausbildung nicht chronologisch. Doch. Nicht, ich meine, dass man konsequent bleibt. Ganz konsequent chronologisch. Das ist immer noch das Beste. Ich meine, dass nicht, dass man mischt. Also Ausbildung ist chronologisch und dann nicht mehr chronologisch. Aber ich habe noch einen Tipp zu diesem Stichwort. Viele schreiben rein, bei welchen Seminaren sie waren, bei welchen Tagungen, in welchen Zeitschriften sie irgendwelche Artikel mit veranlasst haben, schreiben das in den Lebenslauf mit hinein. Davon rate ich ab, der Lebenslauf muss nicht künstlich lang gemacht werden. Lebenslauf soll eine Seite sein und nicht mehr. Und wenn man drei Seiten hat oder vier Seiten durch dieses künstliche Aufbauschen, wird nicht gut angesehen. Besser ist es, in den Anlagen hinterher, die man mitgibt, eine Seite zu machen und sagen, meine Veröffentlichungen in den und den Zeitschriften, dann und dann erschienen, die und die Themen, eine Anlage zu machen, wie das Ausbildungszertifikat, das Degree, kommt ja auch in die Anlagen rein, einmal im Original und einmal deutsch übersetzt. Und da kann man hinterher die Blätter beilegen und sagen, so, ich war noch auf den und den Seminaren, ich habe also während meiner Studentenzeit die und die Ehrenämter ausgefüllt. Das wollte ich sagen, also dann wird der Lebenslauf übersichtlicher und wird lieber gelesen von den Chefärzten, als wenn da so viele Seiten sind und man muss viel blättern. Eine Seite, so mache ich das, eine Seite muss genügen. Also es soll alles draufstehen, aber nichts Überflüssiges. Das Überflüssige hat Platz in der Anlage. Okay, also das hast du noch nie gehört, das ist aber mein System. Ja, cool. Also das hat schon gut gewirkt. Kann sein, ich habe fast immer gehört, der Lebenslauf eine Seite, zwei Seiten soll maximal sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man Veröffentlichungen gehabt hat, war ein Referent, er hat eine Forschung vorgestellt in einer Konferenz und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, besonders wenn man sich bewährt in einer Uniklinik und so weiter. Und so und was ähnliches, weiß ich nicht. Aber das ist die Meinung von Herrn Tiddy Kabel und ich respektiere das. Genau, nächster Punkt. Nee, ja, das war schon, hatten wir schon mit angesprochen. Der Lebenslauf soll nicht zu umfangreich sein. Wir hatten da schon vorgegriffen. Genau. Lebenslauf nicht unterschrieben, passiert auch sehr oft. Das ist ein Fehler, der ist fast nicht zu reparieren. Es gibt in Deutschland den Rechtsbegriff einer eidesstattlichen Erklärung. Das heißt, ich schwöre, dass alles stimmt, was ich geschrieben habe. Das heißt, eidesstattliche Erklärung, eine Erklärung anstelle eines Eides, eines Schwurs. Und der Lebenslauf als Dokument wird als eine eidesstattliche Erklärung erwartet. Das heißt, nichts, was da drin steht, darf nicht stimmen. Es wird sogar mit Gefängnis bestraft, wenn man einen Eid oder eine Erklärung an Eidesstatt